MEF Kompakt wird Ihnen präsentiert vom Sachsenland Trinkparadies, Ihr regionaler Durstlöscher. Wir führen über 30 Wolkensteiner Säfte. Über 150 Sorten Wasser und Limonaden. Über 200 Sorten Bier. Und über 200 Sorten an Wein, Sekt und Spirituosen. Sachsenland Trinkparadies, 32 Mal in Sachsen und auch in Ihrer Nähe. Achten Sie auf unsere nächsten Flyer im Briefkasten oder besuchen Sie uns im Internet unter www.sachsenland-trinkparadies.de. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wer kennt es nicht? Zu zweit in einer lauen Sommernacht kuschelt man auf einer Decke, blickt in den Sternenhimmel hinauf und fängt an zu träumen. Das Planetarium Drehbach bietet am 17. August um 20 Uhr eine romantische Reise in die Welt der Sterne an. Ganz unter dem Motto Sommernachtsträume tauchen Sie in die Liebesgeschichten der Gestirne ein. Da es sich um eine Sonderveranstaltung handelt, wird eine Reservierung empfohlen. Alle weiteren Informationen finden Sie im Internet unter www.planetarium-erzgebirge.de. Immer zur Stelle, wenn es brenzlig wird, ist die Freiwillige Feuerwehr Pfaffroda und das mittlerweile schon seit 130 Jahren. Am 17. August öffnet sie wieder ihre Tore für Interessierte und lädt zu einem spannenden und informativen Tag rund um den Feuerwehralltag ein. Die Freiwillige Feuerwehr Pfaffroda freut sich auf Ihren Besuch. Äußerst steinig wird es am Sonntag, dem 18. August im Ortsteil Lauter. Denn dort findet der 5. Marienberger Mineralientag im Besucherbergwerk im Pferdegöbel statt. Von 10 bis 17 Uhr wird der gesamten Familie ein buntes Programm geboten, das auch eine Schatzsuche für die Kleinen bereithält. Wie feiert man ein Vereinsjubiläum besser als mit einem Fest? Der Kanu-Sportverein Falke aus Zschopau hat genau dies getan und lädt am 17. August um 10 Uhr zum feuchtfröhlichen Bootshausfest an der Zschopau ein. Bis 13 Uhr werden dort spannende Wettkämpfe wie zum Beispiel das Volley-Kahn-Turnier ausgetragen. Für ihr leibliches Wohl ist gesorgt und am Abend gibt's was auf die Ohren mit der Liveband Gambler. Ebenfalls am 17. August findet in Oberneuschönberg ein Sommerfest statt. Das Fest beginnt um 14 Uhr am alten Stellwerk, wo es eine Dresinenfahrt, einen Straßenwettkampf und eine große Oldie-Nacht geben wird. Im Kurpark in Warmbad findet am 18. August ein Blasmusikkonzert mit den originalen Muldenthaler Musikanten statt. Dies ist ein recht junges Blasorchester aus dem Tal der Freiberger Mulde. Doch für Musikbegeisterte sei gesagt, das Repertoire der Muldenthaler reicht von Egerländer bis hin zur böhmisch-mährischen Blasmusik. Beginnen wird das Ganze um 15 Uhr im Kurpark in Warmbad. Ein weiteres Sommerfest findet sich in Pobersau vom 16. bis zum 18. August. Dies findet auf dem Festplatz von Oberen Grund statt und bietet ein buntes Programm. Unter anderem einen großen Bauernmarkt, ein Kinderfest und das 17. internationale Treffen der Klöpplerinnen und Klöppler. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.pobersau.de.
Sie sind herzlich eingeladen zur dritten erzgebirgischen Liedertour am Kammweg durch das romantische Pressnitztal und entlang des Schwarzwassers. Egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder per Bahn, genießen Sie die einmalige erzgebirgische Natur und Musik. Erleben Sie Solokünstler und Gruppen aus der Region und vor allem seien Sie dabei, wenn sich das Erzgebirge von seiner schönsten Seite zeigt. Am 18. August von 10 bis 17 Uhr. Und alle wichtigen Informationen hierzu erhalten Sie im Internet auf www.baldauf-villa.de. Liebe Zuschauer, Sie werden es sicher gemerkt haben, nahezu alle Veranstaltungen finden im Freien statt. Und ob sich die Witterung auch sommerfestlich verhalten wird, das erfahren Sie jetzt im Wetter. Leider traut sich die Sonne in den kommenden Tagen nicht so richtig raus. Auch die Temperaturen erreichen keine Höchstleistungen. In der ersten Wochenhälfte belaufen sie sich auf nur maximal 22 Grad. Bei 10 Grad Minimum kann man schon fast nicht mehr von Sommer sprechen, also in den nächsten Tagen etwas wärmer anziehen. Das Niederschlagsrisiko liegt bei durchschnittlich 31%. Zur Wochenmitte hin steigt das Niederschlagsrisiko auf 45% mit Temperaturen bis maximal 24 Grad. Am Wochenende lässt sich die Sonne endlich wieder blicken, allerdings nicht allzu lang. Die Temperaturen bleiben bei maximal 21 Grad und der Himmel bewölkt. Größere Regenschauer sind vorerst nicht zu erwarten. Trotzdem sollten Sie den Regenschirm immer mit dabei haben. Ist auch Ihr Auto und Ihre Stimmung verhagelt? In unserer Bildschirmzeitung haben wir einen nützlichen Tipp für Sie. Weitere Tipps haben wir auch im Internet unter www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Denn da gibt es unsere Blitzertipps. Das war's schon für diese Ausgabe von MEF Kompakt. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wünschen Ihnen eine schöne Woche. Es verabschiedet sich das MEF Kompakt-Team. Und denken Sie daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. MEF Kompakt wurde Ihnen präsentiert vom Sachsenland Trinkparadies. Ihr regionaler Durstlöscher. Wir führen über 30 Wolkensteiner Säfte. Über 150 Sorten Wasser und Limonaden. Über 200 Sorten Bier. Und über 200 Sorten an Wein, Sekt und Spirituosen. Sachsenland Trinkparadies, 32 Mal in Sachsen und auch in Ihrer Nähe. Achten Sie auf unsere nächsten Flyer im Briefkasten oder besuchen Sie uns im Internet unter www.sachsenland-trinkparadies.de.